Stimmengewirr im großen Saal. Ein Becher wird gefüllt mit Wein. Es riecht nach Brot, Oliven und Lamm. Einer lacht. Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Das Lachen bleibt im Halse stecken. Bin ich's? Bin ich's? Bin ich's? Und nach dem Mahl kamen sie zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Am Anfang sind alle noch da, doch bald schon verkleinert sich der Kreis. Die engsten Freunde möchte er in der Nähe wissen, ihnen, denen er auch die Angst zumuten kann, und die Tränen. Er zeigt ihnen nun seine dünne, verletzliche Haut, vor ihnen wagt er zu zittern und zu zagen. Wachet und betet, flehendes Wort, den Freunden aber lag die Trauer zu schwer auf den Lidern, und über die Lippen kam ihnen kein Wort. So blieb er allein mit den Tränen, den Fragen und der verzweifelten Bitte, lass doch den Kelch vorübergehen. Mag sein, dass er seine Stirn an die rissige Borke eines Ölbaums lehnte und dem Wind lauschte, der seufzend durch die Zweige strich, auf der Suche nach einem Zuhause. Verraten durch einen Freund. Die Geste der Liebe, der Kuss, sein Todesurteil. Verleugnet durch den, in den er so viel Hoffnung setzte, Petrus, der Fels. Das heißt, auf den ist Verlass. Petrus aber schrie, ich kenne diesen Menschen nicht. Verurteilt durch einen römischen Statthalter, Pontius Pilatus. Der findet keine Schuld an ihm. Sie aber schreien. Doch, er treibt zum Aufstand an mit dem, was er über Gott redet. Kreuzige ihn. Am Ende siegt die Hetze. Rom entscheidet um des Friedens willen. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So sah einst König David, hörtest du ihn, so schrie einst König David, halfest du ihm. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Gott, wenn es ihn gäbe, er legte vielleicht der verstummten Hoffnung ein paar Worte in den Mund. Heilige Nacht, Osternacht, anders als andere Nächte. Altes endet, Neues beginnt. Aus Dunkelheit wird Licht, aus Nacht wird Tag. Auf den Tod folgt Leben, der Stein ist weg, das Grab ist leer. Fürchtet euch nicht, ein Engel ist unterwegs. So erzählt es uns Matthäus. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.
Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern und Schwestern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Nun geh uns voraus, du Auferstandener, und wir kommen mit, voll Freude und Jubel. Das Leben siegt. Danke dafür. Dunkelheit ist nichts. Sie lebt nur von der Abwesenheit des Lichts. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ein einziges Licht vertreibt Finsternis. Ein Wort unterbricht das Schweigen. Ein Schmunzeln erlöst aus Erstarrung. Ein Ton ist der Anfang eines Liedes. Ein Funke entfacht ein Feuer. Ein Tropfen bildet den Anfang einer Quelle. Ein Kreuz entlarvt diese Welt, hält ihr den Spiegel vor. Ein Stein wird weggewälzt und entlässt neues Leben. Eine Auferstehung erlöst die ganze Welt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja! Leben soll sein, Leben, wie wir es in den Augen eines Kindes entdecken, Leben, wie wir es in der Freude der Eltern und Großeltern wiederfinden, Leben, wie es aus den Gesichtern der Altgewordenen erzählt. Leben, wie es uns der Auferstandene verheißt. Und so geht nun in diesen Ostertag als geliebte und gesegnete Kinder Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen.